Okay, über die Dimension sollten wir vielleicht nochmal sprechen. So. Das Büro ist fertig, auch wenn es irgendwie nicht als Büro erkannt wird. Wahrscheinlich, weil kein Teppich da ist. Ich glaube, da musste noch ein Teppich rein, dass das korrekt ist. So, hier ist nichts. Den Flur haben wir hier auch fertig. Was haben wir hier hinten noch? Ah, okay. Das hier sind die einzelnen Räumlichkeiten. Wir sagen, fangen wir doch mal hier an. Und arbeiten uns dann wieder nach vorne durch. Hier sind wieder diese wundervoll hässlichen Lampen. Weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass das irgendwas stylisch ist. Ja, es gibt natürlich massiv Licht durch die Glasreflektoren, aber wenn eine von diesen Lampen mal hinüber ist, wir hatten in der Schule welche und ich reagiere vielleicht ein bisschen empfindlich auf so ein Flackern. Ich kriege nämlich höllische Kopfschmerzen davon und werde ein bisschen griesgrämig. Mich das unfassbar irritiert, wenn diese Dinger flackern und dieses. Es ist so ein richtig schönes Irrgeräusch. Ja, und ich kann das immer noch hören. Es gibt im Alter ein paar Glückliche, deren Hörfähigkeiten schlecht genug werden und das Freundliche ist, das fängt normalerweise bei genau diesen Tonlagen an. Bis dato bin ich davon noch nicht gesegnet. Ich bin jetzt auch wahrscheinlich einfach noch nicht alt genug dafür. Wir haben wieder den den schönen Vogelkäfig, der so richtig klasse sauber zu bekommen ist. Machen wir die Türen vielleicht mal ein bisschen dunkler. Das Ding hier wird braunrot, würde ich sagen. Stellen wir den vielleicht erstmal. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen beim Platzieren. Denn wir können das nämlich nicht platzieren, da wo die Lampen sind. Da hätte ich vielleicht vorher dran denken können. Okay, hier darf ich es hin platzieren. Dann muss ich gleich mal schauen. Ach du, okay, das sind diese ganzen Riesenäumel. Na, das wird dann mit der Lampe echt spannend. Das sollte ich vielleicht einen Ticken verschieben. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Vielleicht, weil es sonst schwierig wird, man drücken. So, eine Heizung in. Ach komm. Machen wir mal eine normale Heizung da, ja. Da sind sie. Klick, klick. Klick, klick. Und zapp. Ich würde sagen, ich tue die vielleicht jetzt einfach mal alle ans Fenster. Kann sich Vögel ja aussuchen, ob er eher ins Warme oder eher ins nicht so Warme will. Machen wir mal hier vielleicht einen hin. Weil da sowieso die Tür ist. Das da kann sowieso nichts raus. Mal vor das Fenster will ich auch nichts stellen, damit sind die beiden schon mal sicher. Und dann machen wir es so, dass wir einfach nicht in die Mitte des Raumes gehen. Und da ist dann das Ding hier möglichst mittig. So. Was haben wir? Ah, ja, das ist ja auch so ein Riesenräumel. Nice. Hi. Ja, Wauzi, guck dir dieses Monster an. Nur, was haben wir hier? Das war das Freigehege. Das möchte ich aber in Blau und Grün. Hellblau, hellgrün, hellblau. Machen wir einfach mal abwechselnd. Und dazu. Das ist aber schon sehr duster. Das ist besser. Das wirkt ein bisschen freundlicher. So, dann können die sich nämlich aussuchen, ob sie im Schatten sind oder nicht. Und hat das einen Grund, warum ich das da nicht so nah an die Wand platzieren darf? Keine Ahnung, da sitzt es einigermaßen, da sitzt es auch und ich glaube, das passt so. Und als letztes kommt hier noch ein Nickelteil hin.
machen wir aber auch in... Natureiche. Und Kirschfarben. Kirschfarben ist doch schön. Kirschbaum ist ein bisschen dunkler. Das Gitter mal rot und schöne braune Streifen. Und das Ding machen wir grün. Wirkt doch ein bisschen freundlicher. Dann stellen wir es vielleicht noch richtig rum hin. Stellen fest, dass das da doch passt rein. Haha. Na, das ist ausgemessen. Das ist definitiv ausgemessen. No! Okay, Sound ist wieder da, passt. So. Wir haben es geschafft. Zumindest mit diesem Raum. So. Genau, kommen dann wieder raus. Dann als nächstes müssen wir mit jedem einzelnen von diesen Dingern... Oh, die werde ich jetzt nicht customizen. Ich glaube, hier wird dann auch... Nee, hier kommt eine Schlafmatte hin, okay. Ich glaube, das reicht dann auch, ne? Oh. Das ist süß, das Teil. So. Guck mal, falls du Hunger hast, genau, falls du Durst hast. Gut, aber... Das würde ich vielleicht trotzdem nicht in komplett schwarz machen. So. Ein Hundespielzeug noch. Das dürfen wir aber nicht da reinlegen. Also legen wir es mal daher. Und natürlich eine Tür, die wir auch nicht schwarz machen. Schwarzelchen, komm mal her. Weil sonst bist du nämlich unfassbar im Weg. So. Damit ist das Ding zumindest schon mal fertig. Und der nächste Raum. Mit. Okay. Dann machen wir das Ding mal hierher. So. Da. Passt zwar nicht ganz drauf, aber das ist ja auch egal. Hier muss nämlich noch eine zweite Keramikschale hin. Ein Hundespielzeug legen wir hier noch mit hin. Und dann natürlich hier das gute Stück wieder in weiß. Bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, das hatte ich nach außen gemacht, ne? So rum, oder? Nein, genau andersrum. Nö. Auch gut. Nochmal. So. In weiß. So. Passt. Das Ding nach innen. Das ist der nächste Raum. Hier soll rein. Wieder ein anderes Bettchen. So. Eine andere Matte. Aber wieder Wasser. Natürlich Futter und ein Knochen zum Spielen. Kriegt jeder sein eigenes Spielzeug und natürlich die Tür. Richtig rumdrehen, einsetzen und fertig. So, 1, 2, 3, hier ist fertig. Das heißt, wir machen mal hier weiter. Der ist schön groß und wir haben ein, okay, diesmal ein Luxusbett. Grüne Matte. So, wieder Wasserding. Nein, das Ding soll immer noch nicht. Das Ding wird aber diesmal Gold und... Okay. So. Hast du eigentlich Hunger? Hier, bitteschön. Wenn du möchtest. Nö? Nö. Okay. Und der kriegt als Spielzeug einen Ball. Na gut. Und natürlich wieder diese schöne, tolle Tür. Die jetzt gerade nicht einsetzbar ist, weil der Hund mal wieder im Weg steht. Na komm her.
machen wir das Ganze halt so rum. Was haben wir denn hier? Wieder ein anderes Bettchen. Okay. Wir haben echt viel Auswahl an Betten. Und auch an diesen Matten. Ich lege die jetzt mal ein Stückchen weiter vor. Sodass hier... Oh, das geht nicht. Okay, nur ganz oder gar nicht. Das heißt, das müsste noch... Komm, wir machen es so. Da ist Wasser und da ist Futter. Und das wird diesmal blau, weil das andere hatten wir schon. So. Und die Quietsche-Ente. Ja. Wurzelchen. Red ich mal bitte. Vielen Dank. So. Haben wir jetzt hier alle Räume? Ist die Frage, welcher Raum fehlt. Verkauft die jetzt mal. So, ach so. Ja, vielleicht sollten wir hier weitermachen mit Einbauen. Machen wir mal vielleicht zuerst das Klo. Klos sind wichtig. Zumindest, wenn man nicht irgendwie stinken möchte. Außer man ist ein getigerter Teufel, der riesige Seen produziert und dann hinterher reinsteigt. Ich liebe Garfield. Genauso wie er ist. Anstrengend ist es trotzdem manchmal. So. Zup, zup. Ran. Runterdrehen. Auf. Und fest. Festschrauben. Rein. So. Und das zweite. Gleiche Schose. Dran, dran. Rein, rein. So, festschrauben, damit kein Wasser ausläuft. Und wir haben fertig. Machen wir die vielleicht mal ein bisschen heller? Okay, das darf Glas sein. Dann machen wir mal amerikanische Ulme. Das Außending darf ruhig dunkler sein. Und zweites Mal. Drittes Mal. Und letztes Mal. Und dann natürlich Deckenleuchten. Die sind unfassbar wichtig. Vor allem, wenn man aufs Klo muss. Machen wir mal hier eine her. Und hier eine her. Und natürlich die Lichtschalter. Upp. Egal, aus welcher Tür man rein oder rauskommt oder geht. Haben wir auf jeden Fall einen Lichtschalter. Redmülleimer. Den machen wir vielleicht mal hier in die Mitte. Oh, Handtrockner. Cool. Oh. Hier ist auch ein guter Platz. Und ein Gecko an die Wand. Aber in... Oh, das ist ja schon... Ui. Okay, wir machen blau. Hier ist der Notausgang. Da. Heizung dran. Die schön glänzende Heizung. So. Und der Raum ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, dass Warze mit rauskommt. Das ist fein. Dann als nächstes kommt der kleine Raum, würde ich sagen. Ah,
die Waschecke. Gucken, was hier noch alles rein muss. Ich mach's vielleicht einfach mal weißes Holz, ja? Ich weiß gerade nämlich nicht mehr, welche Rahmen wir bis jetzt schon verbaut hatten. Wauzel? Könntest du aufhören, im Rahmen zu stehen? Vielen lieben Dank. So. Was muss hier denn noch rein? Das Ding wird in Pastellblau. Passt farblich nicht 100%, aber das ist okay. So. Das da muss natürlich... Hallo, das ganze Ding hier ist babyblau, also müssen die Handtücher auch babyblau werden. So. Oh. Den Lichtschalter hätte ich jetzt fast verpasst. Und natürlich eine Leuchtstoffröhre. Okay. An die Wand. Oh, zwei. Okay. Dann sollte das vielleicht eher hierher und... hierher. Ja, als nächstes... Ah. Das Ding ist natürlich edel. Achso, das geht nicht. Gut, das hätte ich mir vielleicht auch vorher überlegen können. Machen wir das doch mal hierher. Aber es muss dann doch identisch sein. Ei. So. Dann hängen wir aber auch die Handtücher hierher. Damit wir das Ding dann hierher packen können. So. Hier passt das doch super her. Auf und drauf. Und... ja, ist gut. Und einmal anmachen. Perfekt. Die Nasszelle. Bitte jetzt nicht lachen. Ist auch fertig. Dann können wir hier mal... Regal. Okay. Verdammt, welche Farbe habe ich dem Ding vorhin gegeben? Die Schrauben habe ich weiß gemacht. Die Tür habe ich unbekannt gemacht. Das ist fei gar nicht so leicht. Okay, dann versuche ich wenigstens mal in den Räumen gleichbleibend zu sein. Stimmt das hier? Na, so einigermaßen. Ah, hier kommt die dritte hin. Fertig. So, als nächstes. Muss mal ganz kurz gucken, wo ich... das Ding vielleicht erstmal hier so als Teilraumtrenner rein. Aufgaben. Ja, natürlich. Die elegante Lösung für ihr Büro. Wahrscheinlich unfassbar teuer. Und machen wir mal so, dass man auch was sieht. Machen wir vielleicht noch ein bisschen mittiger. Als nächstes. Was bist du? Oh. Das Ding natürlich auch noch in der Wund... Ah, okay. Es kann sein, dass die Dinger hierher sollen. Und die zwei dann hierher sollen. So. Dann machen wir es so. Und so. So dürfte es passen. Ein? Das ist so wenig. Ein Lichtschalter ist jetzt aber schon ein bisschen sehr wenig. Okay, von denen soll es wieder zwei sein. Warum sollen es von denen immer zwei sein? Das ist unpraktisch.
So. Stapel von Handtüchern. Ein Stapel, zwei Stapel, drei Stapel. Cool. Kann genau vier hinstapeln. Nice. Ein Föhn? Oh, ja. Ein Behälter. Zweiten Behälter. Das Akta auf der anderen Seite drüber? Okay, passt. Ja, ist ja gut. Alle tutti frutti. So. Was haben wir hier denn noch? Okay. Zum Hochpinnen der Haare, ganz sicher. Kann man die stapeln? Ja, die kann man stapeln, sehr cool. Was? Wie viele denn noch? Oh, vielleicht sollte ich einfach mal lesen. Im Moment habe ich das nicht so ganz mit dem Lesen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt auch nicht die längste. Zumindest aktuell. So. Ups. Aufgabe. Zentrales Heizungssystem montieren. Klick, klick, klick. Und. Okay. Dann machen wir hier. Ein Wauzi mit hin. Und. Schade. Oh, warte mal, geht das? Nein. No. Die Katze läuft ja auf dem Ding drauf. Ich hatte gehofft, dass da oben genügend Platz ist, dass die Katze sozusagen oben auf dem Fenster rumläuft. Das fände ich cool. Naja. Oh, ich habe eine bessere Idee. Der Hund und die Katze stehen hier oben auf dem Ding. Passt doch. So, nachdem ich mich jetzt fünfmal gedreht habe, zumindest gefühlte fünfmal... die Küche hatten wir hier fertig. Das hier hatten wir auch fertig. Das heißt... Ist das der letzte Raum, der uns fehlt? Haken, 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 Haken. Jupp. Das ist der letzte Raum. Und dann haben wir es geschafft. Nice. Vier von diesen tollen, stählernen Lichtspendern. Die sich so wundervoll toll platzieren lassen. So. Lichtschalter. Wieso wieder nur ein Lichtschalter? Wo ist mein zweiter Lichtschalter? Es gibt mehr als eine Tür. Sehen Sie eine Tür, zwei Tür, drei Tür. Ein Schalter. Was? Das soll die Rezeption sein, würde ich mal sagen. Oder mal behaupten. Das heißt, Wurzel, du stehst im Weg. Stell mir das Ding vielleicht einfach mal daher. Dann natürlich ein Laptop. Wie sonst soll das denn hier auch funktionieren? Ja, ja, aber es ist eh der letzte Raum. Das Budget müsste genau passen. Und ich möchte nicht wieder so ein graues Teil haben. Farbe vom Papier darf ruhig dieses Mal komplett weiß sein. So. Den lassen wir jetzt auch mal natürlich, weil das hier ist ja nicht das Chefding, sondern nur das normale. Das kriegt kein Marmor. Wartecouches. So. Eine Wartecouch. Zweite Wartecouch. Und eine tolle Topfpflanze. Oh, die steht da doch gut. Kriegt genügend Licht. Zum Anhängen der Sachen.
Ja, das hängt da, glaube ich, gut. Dann damit die Leute das schöne Ticken dieser wundervollen Uhr sehen können und nicht nur hören. Oh, ein Kloschild. Wir können tatsächlich ein Kloschild verwenden. Ein Eintrittsschild? So. Baut sie spielen. Und die Katze geht zum Pinkeln. We made it. Auftrag beendet. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt abschließen. Okay. Dann tun wir mal den Finger da raus. Oh. Ein etwas angeberisches Teil. Das ist definitiv schöner als die Käfige. Und der sitzt da. Einfach schön blöd im Bild mit rum. Sehr schön. Ja. Ja, okay, ich habe den Rasen nicht gemäht. Ist okay. Aber dann haben die Tiere was zum Spielen. Können sie drin rumtoben. Nicht Zecken einfangen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Eine flauschige Reise. Und ich würde sagen, dann haben wir es vielleicht wirklich geschafft. Kann das sein? War das tatsächlich das Letzte? Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. So. Das heißt, ab jetzt... Ja, hallo? Wie geht's dir? Keine Bedürfnisse. Okay. Aber wir müssen dich nochmal umbenennen. Ups. So. Weiß nicht, weil er mich irgendwie daran erinnert. Also heißt der Junge jetzt Pumpkin. Hallo, Pumpkin. Mac Magic Eye und Pumpkin. Das passt doch. So. Das heißt, wir brauchen eine größere Bude. Und ich würde sagen, das mache ich dann aber vermutlich entweder offline. Mal gucken. Oder aber, was ich am Überlegen bin, dass ich vielleicht einfach außerhalb von Aufnahmen und so weiter das Ganze im Stream mal ein bisschen rumspiele. Mal schauen, ob ich es dann hier bei YouTube hochlade oder nicht. Muss mal schauen. Aber ein eigenes Häuschen werden wir dann entweder schrei. Ich könnte es euch natürlich auch zeigen. Ein bisschen offline spielen, wenn ich mal Lust und Laune habe. Und dann kann ich euch vielleicht einfach später mal ein kleines Update geben, in was für einem kläglichen Paradies die Abendtiere dann hausen. Ich würde sagen, dann in diesem Sinne. Mit der schönen Lok im Hintergrund. Ich will die Lok im Hintergrund haben. Okay, das ist der Hund im Hintergrund, der so hechelt. Okay. Ja. Das kann ich jetzt nicht tun. Ja, ist gut. Mit den Gesichtern von diesen beiden süßen Bauzis verabschiede ich mich für diese Aufnahmerunde und für dieses Let's Play vorerst. Und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr unterstützt das Spiel vielleicht ein bisschen, dass die weiter an den nächsten DLCs arbeiten können. Und ich freue mich schon tierisch drauf, den Rest dann auch noch zeigen zu können. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese ganzen Folgen guckt. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bei einer weiteren, bei einem weiteren Let's Play, oder? Drückt die Daumen, vielleicht schaffe ich es dann doch auch mal wieder zu streamen. Das heißt, vielleicht auch noch beim anderen Stream. In diesem Sinne, macht's gut.